Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Schutter. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, hm? Schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Hallihallo und recht herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sind endlich, endlich unterwegs bei Star Wars Outlaws, dem neuen AAA-Titel von Ubisoft. Ich bin super gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben hier schon unseren, oder wir dürfen hier schon unseren Hauptcharakter steuern. Und der kleine Nix heißt er, glaube ich, ist auch schon dabei. Also Nix ist der kleine, Kay steuern wir hier. Ja, ich habe auch Hunger. Ich bin gerade... Ah, okay. Wir müssen hier, glaube ich, gerade lernen, was ist. Wir haben hier gerade einen netten kleinen Unterschlupf, mehr ist es nicht. Kurz gedacht, das hätte Sabine gezeichnet. Es wurde ja schon geleakt, dass wir Sabines Rüstung kriegen können. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, schauen wir mal, was hier oben so ist. Scanner überprüfen. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Da hinten kann man was anschauen. Ah, okay. L2 kann man was hinzoomen. Wir brauchen richtiges Essen. Ich habe vorhin gesehen, Taste nach unten. Hier ist Medipacks. Mehr können wir es noch nicht machen. Nix ist schon raus. Okay. Ist hier irgendwas, was irgendwie kleines Mini-Gimmick oder so? Eine coole Zeichnung. Falls jemand von euch Orobesh kann,
Könntest du mal unten reinschreiben, was da so drin steht. Ansonsten muss ich das mal raussuchen. Dass wir wissen, was das heißt. Ich kann es leider nicht fließend. Tut mir leid an der Stelle. Ich bin so ein großer Star Wars-Fan, aber für mehr reicht es dann auch nicht. So. Ich finde, es schaut ganz cool aus. Ich bin froh, dass wir jetzt hier einen Fullscreen haben. Ich hatte vorhin schon Angst, dass irgendwie die Einstellung nicht übernommen wurde. Und wir deshalb nur den ich nenne es mal den Kinomodus abbekommen haben. Wir sind auf jeden Fall hier in der Kantine aufgewacht. Nichts mehr nach unten, das heißt, wir schauen uns das hier nochmal kurz um. Nee. Interessant. Okay. Port entdeckt, sie brauchen Huf, Kantobite. Oh, wir sind auf Kantobite. Glaube ich, was ich da sehe. Okay. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorge dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Neuer Questgegenstand, defekter Datenstift. Die Rennen kennen wir schon. Wir sind, by the way, wir haben es in der Einführung gehört, der Todesstern ist schon explodiert. Das heißt, wir sind zwischen Episode 4 und 6. Und das nenne ich Podrennen. Als Game. Hätte ich Bock drauf so. Und ich sehe schon ein paar Twi'leks hier. Ein paar Rodianer. Du sagst mir auch was, aber ich weiß gar nicht, wie deine Rasse heißt. Oh, wir können wetten. Oh Gott, wir können wetten. Oh Gott. Kante Favier rennen. Sabak-Schiebung. Das ist es. Das bedeutendste Rennen der Galaxis. Erleben wir einen neuen Rekord. Renngeschichte. Erleben wir einen neuen Rekord. Das ist es. Das bedeutendste Rennen der Galaxis. Nee. Wir fangen nicht so früh mit dem Wetten an. Aber es ist cool, dass es machbar ist. Das freue ich mich. Da freue ich mich, heftig drüber. Willkommen auf Kantobite. Also die nicht so schöne Region von Kantobite. Und Tandoshana. Mit einem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, Nix. Wir gehen zu Preban. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe.
Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Nix Aktion. Halt L1 gedrückt, um alle Aktionen zu sehen, die Nix aktuell ausführen kann. In verschiedenen Situationen kann Nix unterschiedliche Aktionen ausführen. Das ist was Feines, Nix. Weiter so. Nice. Oh, hallo. Jo, man kann schon coole Sachen machen. Das ist schon nice. Okay, das ist einfach so eine Wache. Gehen wir mal da durch. Für mich. Hab am Quartiertisch die Miete für 3 Monate gewonnen. Oh, satisfying. Ich liebe Star Wars nicht. Ich liebe es einfach wieder hier zu sein, auch wenn der Planet eigentlich aus einem Film stammt, wo ich sage, das ist hart. Nicht unbedingt mein Film gewesen. Das waren die Sieger letztes Jahr, aber jetzt muss ich Kanto weit abfeuern. Ganz ruhig. Bitte einfach. Klar doch, er braucht schon Kredit. Mal Carlos. Wieder mal ein Twi'lek. Twi'lek sind hier viele unterwegs, das habe ich schon gesehen. Ich muss dir was geben. Viel los heute. Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Was ist das? Die Rechnung für die 3 Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Laufen wir jetzt noch. Nichts zu vermelden. Erst alles ruhig. Hey, komm mal hin. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Ein Quarren? Oder ein Nick Quarren? Quarren stammt übrigens, für die, die es nicht wissen, vom selben Planeten wie die Mon Calas, also von Mon Calamari. Witzige Anekdote. Sie waren auf verschiedenen Seiten in den Klonkriegen. Die Quorum waren zuerst auf Seiten der Separatisten und sind erst danach wieder auf die Seite der Republik gewechselt. So, wo bist du? Sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Was brauchen Sie? Kaufen. Dr. Fiole. Man sieht sich. Die 6. Sippe war so gütig, euch Arbeit zu geben. Ihr Glückspilze seid für die Rennen eingeteilt, aber ihr arbeitet für uns und deshalb macht ihr genau das, was wir sagen. Wenn wir wollen, dass eine Tür unverschlossen bleibt, dann wird sie unverschlossen. Wie konnten wir scannen? Ich will vergessen. Ach, es ist Süden. Oh, Osten. Nichts kann die Aktion ausführen. Ah ja, Wachen bestehen, das ist nicht gerade unsere Stärke, nix. Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du dein. Aber diesmal keine ID-Karte. Ja, das letzte Mal haben wir ein paar Nashadar-Dokumente gefunden. Ich musste eine Akte anlegen. Halte dich einfach an die Abmachung. Keine Razzia im Südviertel, bis das geklärt ist. Okay. Gut, mein Freund. Das Priban. Dann baut jemand ein Protokoll-Droid.
So, mit dir müssen wir, glaube ich, reden. Reban. No patake. Chichi no gabetisa tukamna. Mina Six King find ut Chituana uba Japago ja massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada tis. Sun pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Haku, an uba tinka sakutu utwata. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Reban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, kuduba no majeche kopa. Basabata jope uba vepta jakrita. Okay. Holen wir uns ein paar Kredits. Besorgt, um Prevent zu bezahlen. 31 von 150. Ich hab nachts heimlich die Rennvorbereitungen beobachtet. Willst du das haben, Nix? Du hast Prevent bestohlen. Guter Junge. Ja, haben wir. Oh Mann. Ob ich in Star Wars legen könnte? Nein. Warum? Sippe zu schmieren. Denen ist egal, woher das Zeug stammt. Kredits sind Kredits. Und irgendwer braucht immer Ersatzteile. Interessantes Ding gerade, weil ich die Trandoshanerin reden habe hören. Fand ich jetzt nicht ganz so nice, muss ich sagen, weil die Trandoshaner eigentlich in Clone Wars, finde ich, ganz schön gemacht. Deutlich mehr Lispeln. Dieses, durch das, dass sie halt, ja, Reptiloiden sind, ist halt mehr so ein. Also jedes S ist viel mehr betont, nenne ich es mal. Kleiner, was ist los? Dich ist Verlass, Nix. Macht nix. Was? Okay, wir lernen hier eigentlich gerade klauen. Also. In die Tasche, nix. Gut gemacht, Kleiner. Oh. Das war knapp. Sie können uns bemerken anscheinend. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Kondater gefunden. Videospiele. Ins Videospiele im Ding? Videospiele im Game? Wie nice. Heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Interessant. Viele Menschen. Ein paar Alienrassen sind auch mit dabei. Ratten. Mit 48 Credits, jetzt fehlen uns noch zwei. Das ist ein kaputter Landspeeder. Ohne einen Datenstift breche ich nirgendwo ein.
Da kommen wir wohl auch nicht rein. Den haben wir schon beklaut. Oh, ich liebe dieses Game jetzt schon. Es hat eigentlich so irgendwie alles, was man wollte. Es ist so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Old Republic. Ich hoffe, wir können die Planeten richtig bereisen. Und auch noch danach irgendwie hin und her fliegen, wo wir wollen. Also los, auf zu Preban. Was für eine lahme Schicht. Hey, willst du gekrault werden, Nix? Hast du gut gemacht, da. Aber ihm ist aufgefallen, dass ihm das Geld fehlt. Habt ihr es gerade gesehen? Seine Taschen durchsucht. Ich dachte, ich kann nichts streichen. So, Preban. Ich hab das für dich. Hey, Preban. Ich hab die Kredits. Wata. Jobakawa biasa jebe chutpase bata. Sehr schön. Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe vor, dass wir heute wieder 3 Folgen machen. Die erste kommt um 10 Uhr, vielleicht machen wir auch mehr, ich weiß es noch nicht. Mal schauen, also um 10 Uhr kommt auf jeden Fall die erste, die letzte kommt heute um 18 Uhr. Genau. Schauen wir mal, wie sie kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch, ich sage Ciao und vor, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis gleich, Tschüssikowski.